Und was geht? Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder am Start seid. Ich hoffe, euch geht's gut und willkommen wieder zu einem neuen Fortnite-Video. Ja, ihr hört's richtig. Diesmal wirklich ein bisschen früher als die letzten Videos, wo gerade eben die Season geendet hat. Da habe ich dann immer ein Video rausgebracht, aber diesmal habe ich die Zeit gefunden, wo ich dann endlich mal ein Video von Fortnite, von der Battle Pass und von der neuen Map, also von dieser neuen Season Map, die jetzt dabei gekommen ist. Da werde ich euch das heute diesmal ein bisschen früher zeigen. Und ich würde auch gar keine Zeit verlieren. Ich denke, wir starten direkt rein. Wie immer werde ich euch natürlich erstmal in diesem Video jetzt den Battle Pass zeigen und danach ein zweites Video raushauen mit einmal der ganzen kompletten Fortnite Map, was sich da geändert hat, was da neu ist, was für neue Waffen, was für neue Features wir da drin haben. Boah, ja, was es halt immer alles neu gibt. Und jo, dann starten wir doch jetzt einfach mal direkt rein in den Battle Pass, denn da sind nämlich ganz viele schöne neue Skins am Start. Wie man schon sieht, mit verschiedenen Stilen wieder. Oh ja, er freut sich. Wir starten rein, let's go. So, da haben wir schon mal die erste Seite mit dem schönen Nolan Chains Ladebildschirm. Natürlich sind auch wieder V-Bucks drin, ein Banner, dann die Spitzhacken, das sind, ist einmal so eine Axt und so ein Messer, auch sehr, sehr geil. Kleines bisschen Feeling an Valorant wahrscheinlich angelehnt, weil da haben wir ja auch eine, naja, eine Spitzhacke und ein Messer in der Hand. Oh, Würfelwurf, oh. Na, und was wird gewürfelt? Eine 1, sehr schön. Ja, da kann man bestimmt auch mit seinen Freunden so in der Lobby oder so ein bisschen würfeln. Das ist eigentlich auch ein sehr, sehr geiler Emote. Ausgefallene Ausrüstungstasche, sehr schön. Tick-Tack, Tick-Tack. Oh ja, da ist die dicke Rolex am Arm. Und V-Bucks, Nolan Chains. Ich weiß nicht, gibt es den Namen Nolan Chains einfach irgendwo und ist das irgendwie einer? Aber sonst müsste ja irgendwo hier, wie heißt es, ja, ausgeschildert sein, dass es ein, dass es den wirklich gibt. Gut, ein weiterer Ladebildschirm mit einem Tresor dabei und da sehen wir ja schon diesen Halbmond und der Halbmond in dieser Season, der hat auf jeden Fall was zu sagen. Das werden wir dann in dem nächsten Video sehen. Wo ich euch die Map vorstelle. So, ein Spray. Dann ein Hängegleiter. Der passende dazu. Sieht ganz sick aus. Gefällt mir. Die V-Bucks. Da hätten wir dann auch schon einige der neuen Waffen. Das werden wir uns wahrscheinlich genauer angucken in dem nächsten Video dann. Meisterhafter Plan. Einmal eine Lackierung. Dann haben wir die Spitzhacke nochmal in einem anderen Stil in Schwarz. Nolan Chains als taktischer. Sieht ganz geil aus, so komplett in Schwarz. Auch die Maske so leicht hochgezogen. Sieht sehr gut aus. Ladebildschirm Pizza Pit. Jiha, was wir eben jetzt mal gesehen haben. Lieferlenkrad, voll geil, auch mit dem Schlüssel hier unten dran. Sehr, sehr geil. Pitrad. Sehr schön, damit die Pizza gar nicht kalt wird und die direkt zum Kunden geliefert wird. Auch sehr geiles Spray, finde ich. Spitzenwerbung. Jawohl, Pizza Pit. Einfach als Spitzhacke. Ja, moin. So, Piper Pace. Da ist sie, die Auslieferungsfrau der Pizzas. Oh, K-Mechanikerin. Sehr schön, Pizza Pit. Also, die liefert nicht nur Pizza aus, die repariert auch deine Autos. Oha, auch voll geil. Die Rücklicht, ach, das sollen so Rücklichter sein, krass. Unten die Straße und das sollen so Rücklichter sein. Das sieht geil aus, oha. Dann der passende Pizza Pit Hängergleiter, sehr schön. Auch mit dem Logo nochmal oben drauf. Okay, bisschen leise. Abspielen und saubern, komm. Okay. Hyperraum Piper Pace. Oha, das sieht auch fresh aus. Mit den Haaren und mit dem Outfit, das ist so, oha, das sieht gut aus.
Oh ja, oh, da kommen wir zu einer guten, guten muskulösen Seite. Muskelstäbchen als Ladebildschirm. Knock, knock, da sehen wir auch schon wieder eine neue Waffe. Die werde ich euch natürlich auch in dem nächsten Video zeigen. Muskeln des Meeres. Oh. Ein Sweaty Shake. Ah, schon ein Big Pot an Shake. So, die 100 Kilogramm Hanteln. Was hat die überhaupt hochkriegt? Mein Gott, Schlag auf Schlag wirst du stark. Sehr schön. Einfach als Spitzhacke, korrekt. Protein Snack. Ja, genau. Zieh dir noch ein bisschen mehr rein. Genau. Jawohl. Oh, der Muskelstäbchen schlägt sehr große Wellen. Boah, das ist aber auch ein Biest. So wie man Stäbchen kennt. Winzig, klein, eng. Und jetzt hat er richtig, richtig Muskeln aufgebaut. Jeden Tag Gym gewesen. Easy. Ja, Kiemenkommando, Muskelstäbchen. Da haben wir auch nochmal einen Ladebildschirm, wo er gerade versucht, was Schönes, Schönes aus dem Tresor zu klauen. Kiemenkommando als Hängegleiter. Dann haben wir da nochmal das Döschen in einer anderen Farbe und wahrscheinlich in einer anderen, in einem anderen Geschmack. Korallencrasher. Oh, der sieht auch so geil aus. Ne? Passt auch richtig, richtig gut zu der Season, finde ich. Yo, die May. Einmal ein Anime-Charakter wieder. Der Sweet. Hasenhammer. Macht der irgendwas? Kann man den vielleicht mal gucken, was für Effekte der hat? Na, gerade nicht, aber irgendwie sieht das aus, als ob das so ein Lufthammer wäre, also aus Luft gefüllt. So, da haben wir sie, May. Kleines Irre, geil. Aber irgendwie ist ja in jedem Battle Pass zurzeit wirklich ein Anime-Charakter drin. Entweder ob männlich oder weiblich. Oh. Ja, dann haben wir hier nochmal den Ladebildschirm. Sieht auch sehr, sehr geil aus mit den ganzen ja, Sachen, die zu ihr passen. Die V-Bucks. Dann nochmal eine kleine Musik. Rennen zum Horizont. Mit dem Möhrchen. Emojken. Richtig am Zocken. Dunkler Modus. Ja, ist auch geil. Wie so eine Drohne. Voll, voll geil. Oh, sweet. Aber würde ich jetzt nicht spielen, weil für mich finde ich diese Rückenaccessoires einfach viel zu fett. Ich brauche so ganz kleine, die halt nicht den ganzen Rücken bedecken. Ja, der Stil ist auch sehr geil. Auch mit diesen Farbwechseln hier oben drin. Sehr, sehr schön. Eigentlich mag ich das ja nicht so Anime-Skins, aber der sieht ganz okay aus. Antonia. Nächste Seite. Ladebildschirm. Sehr schön. Spray. Und dann einmal die elegante Klinge. Sieht auch sehr geil aus. Mit dem Gold und mit dem Schwarz dabei. Die matchen, die Farben, die matchen einfach richtig, richtig geil. Dieses Gold und Schwarz. Nochmal die Musik. Von Natur aus gefährlich. Oh ja. Kann man sich auf jeden Fall sehr, sehr gut geben. Diamantsturz, okay. Ja gut. Kleines Fischernetz mit Diamanten dran irgendwie, gefühlt. Naja, okay. Antonia, da ist er doch, die gute Alte. Uiuiui, wie Cruella de Vil mit ihren Haaren. Einmal schwarz, einmal weiß. Okay, ist jetzt nicht ganz schwarz, ist ein bisschen bräunlich, aber ein bisschen wie Cruella de Vil. Wenn ihr wisst, wer das ist, schreibt es gerne herunter in die Kommentare. Würde mich natürlich mal interessieren, wer es denn noch kennt. Kampfkollektion Antonia, Ladebildschirm, auch wieder der Tresor im Hintergrund, der geöffnet ist. Dann nochmal die Beute als Emoji. Sehr schön. Oh, das passt auch sehr geil zu richtig, richtig vielen anderen Skins dieser Battle, dieser Rucksack. Sieht sehr geil aus mit dem Schwert und der Tasche dabei. Sowas ähnliches haben wir ja schon mal, aber das sieht nochmal
ganz anders aus. Und ey, holy, goldene Dame-Lackierung sieht auch so, so geil aus, ne? Sehr schön. Mit so einem doppelten Magazin sogar noch dran. Voll geil. Aufbrechen und abfeiern. Boom. Boah, das geht richtig ab. Dieser Emote ist geil. Da haben wir so eine Kampfkollektion Antonia mit der Maske und einem weißen Stil. Oh, und ohne Maske. Auch sieht sehr, sehr cool aus. Sehr schick. Ja, wir haben ja auch schon einen Skin mit so einer Maske. Mit so einer kompletten goldenen Maske. Aber sieht auf jeden Fall auch sehr, sehr cool aus. Also die Skins, die im Battle Pass sind, die sind schon echt geil. Und jetzt kommen wir zu einem Skin, den man auf jeden Fall die ganze Welt wahrscheinlich kennt. Kabi Lame. Hier haben wir einmal den Ladebildschirm, wo er gerade auf dem Battlebus sitzt. Voll geil. Ein königliches Siegel. Hat sein eigenes Schwert. Ausrichten und schießen. Alter, der ist geil. Ah, gut, der Emote darf natürlich nicht fehlen zu Kabi Lame. Dann die Lackierung, nochmal die passende dazu. Und da haben wir die Ikonenreihe. Kabi Lame, er immer mit seinen Händen so. Gut, das kennt man ja. Kennt wahrscheinlich die ganze Welt. Irgendwie gefühlt. Was für eine Karriere der hingelegt hat. Holy moly, das kann ihm keiner mehr nachmachen. Traditioneller Kabi, Ladebildschirm. Das passende Banner-Symbol dazu. Und natürlich das Emoji. Flügel eines Königs. Die 23 soll wahrscheinlich für 2023 stehen, denke ich mir mal ja jetzt. Aber auch ein sehr, sehr geiler Hängegleiter, finde ich. So, stille Schneide. Das nochmal als Backwing. Also du kannst wahrscheinlich das Schwert aus dem Backwing rausziehen und ja, die beiden, einmal das Rückenaccessoire und Spitzhacke sind dann zusammen in einem. Traditioneller Kabi. Na gut. Auch wieder ein bisschen Cartoon-Anime-mäßig gehalten. Wollte er so, vielleicht wollte das Epic Games so, ich weiß es nicht. Sieht für mich jetzt nicht so schön aus. Kann man mal machen. So, die zwei letzten Seiten. Let's go. Kado Thorn oder Throne. Endgültige Eclipse, Ladebildschirm, ach, Lackierung. Sieht natürlich auch super aus. Jagd des Wiederkehrers. Sünden schwingen. Ja, da kann man schon wieder ein bisschen was aus dem Skin rausziehen, dass das wahrscheinlich ein Dracula wird oder sein wird. Eclipse Exekutoren ist auch sehr geil. So zwei Äxte in der Hand zu haben, ist eh immer am geilsten. So, da haben wir ihn, legendär Kado Thorn. Was ich zu diesem Skin sagen soll, ich weiß es nicht. Ja gut, mit Maske oder ohne Maske. Ja, ich weiß nicht, was ich zu dem Skin sagen soll. Irgendwie auf einer Seite sieht der schon echt geil aus. Aber dann auch mit dieser Maske und mit diesem Symbol da drin. Ich weiß nicht. Es geht so. Ist jetzt nicht so mein Favorit. Aber für einen 100-Level-Skin kann man das auf jeden Fall mal machen. So, Ladebildschirm, Wiedergänger, Kado Thorn. Die Flügel, Phantomflügel, naja, sind auch etwas viel zu groß. Passt natürlich 1:1. Ist eine 10 von 10 zu dem Skin. Vampirisch. Oh ja, das wird sehr vampirisch. Dracula. Ja. Phantomflügel, da sehen wir sie komplett im Einsatz als Hängegleiter dann. Die sind aber auch richtig, richtig fett, ne? Da siehst du wahrscheinlich auch gar nichts, wenn du auf die Karte kommst. So, und jetzt zu dem legendären Level 100 Skin. Let's go, Metaforce. Sauber, Junge. Sauber. Wiedergänger Kado Thorn. Guckt euch ihn an. Guckt ihr euch seine Lausche an. Der hört alles. Egal was. Der hört wirklich alles. Auch voll geil, dass er einfach so ein integriertes Emote hat zum Verwandeln. Voll geil. Also den finde ich schon etwas geiler als wie der jetzt auf der letzten Seite. Voll geil. Gut, dann wären wir hier mit dem Battle Pass soweit durch. Aber wir haben ja
den Battle Pass nicht alleine. Wir haben natürlich noch Bonusbelohnungen und Auftragsbelohnungen. Die werden wir uns jetzt auch noch mit angucken. So, sind wir bei den Bonusbelohnungen. Da nochmal die Tasche in einer anderen Farbe. Und die Drohne auch wieder in einer anderen Farbe. Dann das passende Ladebildschirm für die Season Nummer 4. Pizzapilz, Spitzhacke auch wieder in einer anderen Farbe. Oha. Majes Irrgarten. Yo, das sieht ja auch krank geil aus. Das sieht cool aus. Maskeraden Antonia. Da haben wir sie nochmal in so einem pinken Stil. Sieht auch ganz schick aus. Mit und ohne Maske. Die gefällt mir. So, der Hängegleiter komplett in schwarz. Voll geil. Ist ja so eine Art wie Beat Saber. Gehört wahrscheinlich zu dem Anime-Skin. Voll geil. Geiler Emote. Feier ich. Hyperraum. Nochmal in einer anderen Farbe. Der Schlüssel ist auch in weiß. Vorher hatten wir den schwarz. Aufwendiger Card of Thorn. Der sieht schon mal wieder ein bisschen geiler aus. Ach, das ist der erste Skin gewesen. Oha. 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 Okay. Oder nee. Ach nee, der Vampir. Der legendäre Vampirs gehen. Ah, jetzt bin ich komplett verwirrt. Aber der sieht schon echt noch ein bisschen geiler aus. Ah ja, okay. Und hier haben wir dann auch schon diese kompletten Bonusbelohnungen, die wir ja kennen. Einmal in dem blauen Stil, lilanen Stil und in dem goldenen Stil. Oder in der letzten Season hatten wir das ja irgendwie ein bisschen bunter gehabt. Aber die werden dann auch noch freigeschaltet in 11 Tagen sogar. Also gar nicht mehr so lange. Gut, die Auftragsbelohnungen haben wir hier auch noch. Da gehen wir auch noch mal eben schnell durch. Sind nur 2 Seiten. Der letzte Chance Ladebildschirm ist ja eigentlich der Ladebildschirm, wenn du dann Fortnite öffnest. Nimmt man natürlich auch noch gerne mit. Das große Dingen. Oh ja, da fliegen sie, die Geldtaschen. Oder die Geldbeutel. Schicker Raum Nolan Chains. Einmal komplett in einem weißen Outfit, einem weißen Agenten-Outfit und natürlich als Schutzweste so eine goldene mit vielen, vielen Taschen und Walkie-Talkie. Sieht auf jeden Fall cool aus. Pizza Pit, einfach die Bombe drin, wie wir es ja auch über dem Intro gesehen haben. Ach, der Pizza Pit in schwarz und natürlich sie auch noch in einem anderen Stil. Oh. Ah, Mist. Gut, ab zur zweiten Seite. Oh ja, die Hantel. Die haben wir diesmal in weiß. Fitnessflieger. Sehr schön. Meeresbots, Muskelstäbchen. Ja, mehr im Sommerstil. Dann der dunkle Modus. Nochmal die Spitzhacke in einer anderen Farbe. Und sie haben wir dann auch nochmal in einem anderen schönen Stil. Ja, sehr schön. Dann wären wir hier durch. Ahsoka haben wir natürlich auch drin. Ahsoka, die Serie auf Disney Plus. Holy moly, ich kann es euch nur ans Herz legen. Ich bin ja eh der größte Star Wars Fan irgendwie. Also ich habe mir bis jetzt alles an Star Wars angeguckt. Außer hier dieses Clone Wars. Das habe ich mir jetzt nicht angeguckt. Diese, ja, ich sag mal, diese Kinderzeichentrick-Serie oder so. Das habe ich mir jetzt nicht angeguckt. Das brauche ich jetzt nicht. Aber sonst, Ahsoka, kann ich euch nur ans Herz legen. Jeden Mittwoch eine neue Folge auf Disney Plus. Einfach gerne mal reinschauen. Let's go. Das wird auch noch ein bisschen enthüllt in 24 Tagen. Ahsoka haben wir jetzt schon so. Können wir jetzt schon so sehen. Aber es gibt natürlich noch vieles weitere. Zum Beispiel Hängegleiter, Spitzhacke, Rückenaccessoire, Spray und dies und das. Ich bin ja mal gespannt, ob wir vielleicht ja doch irgendwie so eine Art Jedi-Schwert als Spitzhacke kriegen. Ich glaube es zwar nicht, ich hoffe es. Die Hoffnung stirbt natürlich zuletzt. Gut, wir werden dann soweit durch. Crewpartner, Fortnite Crew, da haben wir sie auch nochmal. Aber geht eigentlich. Für ein Crew-Paket geht das eigentlich. Ist natürlich auch ein sehr, sehr auffälliger Stil.
Aber gut. Wir wären dann soweit durch mit dem Battle Pass. Ich werde jetzt natürlich noch euch die Fortnite-Map aufnehmen, was sich da verändert hat, was für neue Waffen, dies und das. Und wir haben ja jetzt Tresore in Fortnite, also richtig, richtig fette, große Tresore, die richtig, richtig bewacht werden und wo natürlich richtig, richtig viele geile Schätze drin sind. Jo, gut, das war's. Wir sehen uns in dem nächsten Video. Danke fürs Einschalten. Lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Würde mich natürlich freuen, wenn dir der Battle Pass gefallen hat. Also mein Favorit oder mein Fazit ist von dem Battle Pass eine solide 8 von 10. Sind auf jeden Fall schöne, viele Skins dabei. Auch dieser Muskelkater Fish Skin, der sieht ganz geil aus. Und ja, deswegen, wir sehen uns. Danke fürs Einschalten. Tschüss, euer Moreno.